Moin, liebe Topfamilie, und damit ein herzliches Willkommen zurück hier auf meinem Kanal und zur allerletzten Folge der fünften Staffel. Das Schönheitsflecken-Duell. Ja, fassen wir nochmal zusammen, was in Folge 1 war. Starlight Glimmer ist wieder da. Hurra! Und wofür hat sie gesorgt? Für einen Was-wäre-wenn, beziehungsweise für einen Vergangenheitszauber. Sie ist nämlich zu diesem Moment zurückgereist, wo Rainbow den Rainbow Doom gemacht hat, wo sie, Twilight, Pinky, Fluttershy und Rarity, Applejack, wo alle ihren Schülerzweck bekommen haben zu diesem Zeitpunkt und hat diesen Moment verhindert. Und nun haben wir in der letzten Folge einmal, wie hieß denn der jetzt nochmal, ich wollte gerade Sora sagen. War das Sora? Nee, wie hieß denn jetzt nochmal dieser, auf jeden Fall beim Kristallkönigreich. Sombra, genau, das König Sombra, ja, dann in dieser einen Welt, wo das dann ja passiert ist, wo sie es aufgehalten hat, dann auf einmal geherrscht hat. Und nun hat sie es anders verhindert. Und nun heißt es, ging die letzte Staffel, Folge jetzt so aus. Oh ja, hier, Chrysalis. Ah, ich bin sehr gespannt, wie Twilight das, wie Twilight das hinbekommt. Ich bin sehr gespannt. Was geschah bisher bei My Wir sehen Little es doch Pony? nochmal. Starlight Glimmer? Ja, ich dachte, ich habe sie gesehen. Willkommen zu Hause, Twilight. Wir sind in die Vergangenheit zurückgereist, als Rainbow Dash ihren ersten Ultraschall-Rainboom flog. Ohne den Rainboom könnt du und deine Freundinnen niemals eure besondere Schönheitsfleckenfreundschaft schließen. Und was Starlight in der Vergangenheit getan hat, hat die Gegenwart verändert. In der Zukunft, die wir gesehen haben, will ich nicht leben. Ich glaube nicht, dass wir das müssen. Alle Diener der Königin Chrysalis, die in diesen Wald kommen, werden von uns ausgelöscht. Und jetzt Chrysalis. Meine Lieben, Prost, ein letztes Mal auf diese Staffel. Ich fragte, wozu Freundschaft gut sein kann. Verbotet ihr die Freundschaft mir an? Abenteuer, Spaß und Spiel und etwas fürs Herz, von allem ganz viel. Lieb und freundlich zueinander sein und obendrein gibt's Zauberei. Herrlichen Ponys, meine allerbesten Freunde seid ihr. Friendship is magic. Oh. Wir sind keine Wechselponys. Ich bin ein Pony und er ist ein Drache. Oh, wer's glaubt, wird selig. Tu was Drachenhaftes. Die Diener von Chrysalis würden alles tun, um ihre böse Haut zu retten. Stopp! Sind sie Wechselponys, erkennen wir es schon bald. Doch ich glaube, es täuscht uns zunächst ihre Gestalt. Sekora, bitte, du musst mir zuhören. Lol. Niemand kann sich unter der Salbe verstecken. Sie lässt uns die Wahrheit darunter entdecken. Was heißt das? Es hat sich eine ganz andere Bedeutung ergeben. Und ich befürchte, wir lagen völlig daneben. Ich glaube, ich kann das erklären. Ich bin sicher, du kannst. Aber lass uns hier nicht reden. Denn Chrysalis und ihre Armee sind schon bald zugegen. Jetzt ist da Chrysalis, ey. Hat das Böse hier die Macht? In deiner Welt hat es das sicher noch nicht vollbracht. Chrysalis und ihre Armee wollten Canterlot einnehmen. Meine Freunde und ich konnten sie aufhalten. Deine Freunde, wie du sie kennst, gibt es nicht, wo du hier bist. Doch erzähl mir, wie all das wohl geschehen ist. Starlight Glimmer. Dieses Pony ist in die Vergangenheit gereist und hat meine Freundschaft verhindert. Und diese Freunde würden uns allen nützen? Würden sie uns vor Krieg in Equestria beschützen? Ich denke schon. Ja. Aber ich bin schon zum zweiten Mal zurückgekehrt und alles ist noch viel schlimmer geworden. Wenn Starlight in der Vergangenheit dasselbe tut, wie kann die Gegenwart sich so sehr verändern? Ah, die Zeit ist wie ein Fluss. Und wenn hier oben eine Kleinigkeit passiert, kann sein, dass der Fluss mit vielen Änderungen darauf reagiert. Ja. Genau das ist passiert. Der Wald Dann habe ich gerade auch ist oft darauf ein gereimt. dunkler Ort. Doch sind wir alle sicher dort. Sieht aus wie das Zuhause von die Schlümpfe. Wie heißt das nochmal? Komme ich gerade nicht drauf. Ist es gemütlich?
Bitte! Ihr müsst uns schnell helfen! Die Wechselponys greifen Ponyville an! Wir konnten gerade noch entkommen! Ich sehe nur einen Angriff hier. Ein Wechselpony ist auf der Suche nach mir. Es hat ziemlich lange gedauert, dich zu finden, Sekora. Chrysalis. Hey, wir sehen Chrysalis mal wieder. Hey. Wir sehen ja alle Bösen gerade in diesen Folgen. Ausgesucht, um deine kleine Widerstandstruppe zu bilden. Da läuft einem glatt das Wasser im Mund zusammen. Ach, komm schon, Sekora. Ihr seid doch unterlegen. Ach du Scheiße. Leute, da waren auch schon welche. Wenn deine Schützlinge verletzt werden, geh freiwillig in den Kerker von Canterlot und ich verspreche dir, ich lasse die anderen in Ruhe. Wieso sollte sie dir vertrauen? Selbst wenn die Chance besteht, dass sie ihr Wort hält, gib nicht auf. Renn zum Plan, wir wehren Chrysalis ab. Halt Starlight auf und bring die Welt wieder auf Trab. Zeit, sich zu entscheiden, Sekora. Selbst wenn dein Versprechen der Wahrheit entspricht, wir unterwerfen uns dir nicht. Nein! Nein! Schon mehr einfallen lassen als das. Da hast du aber Glück, dass ich noch mehr drauf habe. Oh oh. Das wird jetzt ein heißer Kampf. Arbeite weiter an deiner Zielsicherheit. Beide. Wo sind die denn jetzt gelandet? Das ist merkwürdig. Tja, den Sturz meinst du offensichtlich nicht. Der ist ja mittlerweile... Jetzt ist Discord wieder böse, ich sehe schon. Wir sind bisher immer am Tag zurückgekehrt, aber sieh doch. Oh nein. Wir sind doch am Tag, du weißt, warum kommen wir dann in der Nacht? Ihr kommt in der Nacht an, weil hier, wie heißt noch mal Lunas böser Ego? Oh, ich komme gerade nicht drauf. Ich muss wieder gucken. Wie heißt es nochmal? Lunas böser Ego. Nightmare Moon. Ja, Nightmare Moon. Deswegen. Na? Zurück. Vielleicht ein 100er darauf. Nee. Hä, was sind das denn für welche? Werwölfe aus Holz. Das Schloss der zwei Schwestern. Na, steh nicht so rum. Das Schloss sieht heute aber sehr unbewohnt aus. Rarity? Es finden heute keine Besichtigungen statt. Die Wandteppiche werden ausgetauscht. Wieder mal. Rarity, ich bin es. Ich pflege keinen Kontakt zu irgendwelchen Drachen. Das würde jedes Pony vermeiden. Rarity, du musst mir bitte zuhören. Die Zukunft von Equestria ist gefährdet. Ich weiß nicht, wieso dir mein Name bekannt ist, aber ich habe zu viel zu tun, um die Fantasie von Touristen zu beflügeln. Ich muss zum Plan und Starlight davon abhalten, die Vergangenheit zu ändern. Denn jede Gegenwart, in die ich reise, ist schlimmer als die letzte. Redest du etwa von Zeitreisen? Sei doch, Nightmare Moon. Hey! Hallo, Nightmare Moon. Ah, das
weckt nun wirklich mein Interesse. Boah, ich krieg die Krise dieser Folge. Erzähl mir, wie du die Magie erhalten hast, durch die Zeit zu reisen. Die Prinzessin hat eine Frage gestellt. Hallo, Rainbow. Wenn du nicht im Kerker enden willst, solltest du ihr sagen, was sie wissen will. Kein einziges Pony außer mir sollte in meinem Königreich die Macht besitzen, in die Zeit einzugreifen. Dein Königreich? Wessen sonst? Celestias natürlich. Meine Schwester ist schon seit Jahren im Mond eingesperrt. Keine geringere Strafe als die, die sie mir gab. Und nun, zeig mir, wie man durch die Zeit reisen kann. Nein, zeig's nicht. In Ordnung. Also, jetzt ganz im Ernst, wer fehlt noch? Es fehlt doch nur noch der böse Discord. Oder ansonsten alle Gegner, die Twilight oder die Main Six hatten, haben wir schon gesehen, oder? Bis auf Discord. Ja, da kommt jetzt hier alles zusammen in diesem Staffelfinale. Wie will Twilight das schaffen? Wie will Twilight das schaffen, jetzt wirklich Starlight Glimmer aufzuhalten? Das geht doch nicht, oder? Twilight, also doch irgendwie schon, aber... Keine Wahl, Spike. Ich nehme dich mit, aber wir müssen an den Timberwölfen vorbei. Ich bin die Herrscherin von ganz Equestria. Denkst du, ich habe Angst vor ein paar kleinen Timberwölfen? Nein, ich weiß, dass es nicht so ist. Und falls du denkst, du könntest mir unterwegs entkommen, wäre es doch sehr schade um die Gesundheit deines Freundes. Hm. Pass auf, also jetzt mal so rein hypothetisch, pass auf. Dieser Zauber, und wenn Twilight ihn ausspricht, führt sie doch immer zu dem gleichen Zeitpunkt zurück. So. Was ist, wenn sie... Boah, keine Ahnung, wenn sie entweder 2 Tage weiter zurückreist und so die ganze Zeit erstmal mit Starlight kämpft. Oder vielleicht kann sie ja noch einen noch früheren Zeitpunkt auswählen. Keine Ahnung. Wie zum Beispiel, habe ich das nicht in den ersten beiden Folgen gesagt? Ich bin mir da nicht mehr hundertprozentig sicher, aber kann vielleicht Twilight mit einer Veränderung in dem Zauber vielleicht dafür sorgen, dass sie so weit in die Vergangenheit zurückreist, dass sie die Geschichte beeinflussen kann von Starlight Glimmer? Gut, Starlight Glimmer wird es verhindern, aber dann sind die ja sehr weit zurück in der Vergangenheit. Ansonsten keine Ahnung. Was ist genau geschehen? Ein Pony meiner Zeit nutzt einen Zauber und ändert die Vergangenheit. Und jetzt wirst du mir diesen Zauber überlassen. Dann werde ich sicherstellen, dass niemand die Elemente der Harmonie findet und meine Herrschaft für immer anhält. Das wird sie nicht. Was? In meiner Welt haben wir die Elemente zusammengefunden. Wir haben den Kampf gegen dich gewonnen. Ich werde alles tun, was in meiner Macht steht, um diese Welt zurückzubringen. Nein! Ich bin immer mehr davon überzeugt, dass ich dich aufhalten muss. Ja, dann viel Glück. Alter, wie schaffst du es aber auch jedes Mal, sich zu befreien? Das ist doch... Hallo Discord. Nee, er wieder. Na toll. Ah, da ist Discord. Ja, seht ihr. Das ist ein Witz. Als ob es da jetzt gerade eine Welt gab, in der diese blöden Flim-Flam-Brüder die Welt beherrschen. Als ob diese beiden in irgendeiner Welt die Welt beherrschen würden. Dass ich nicht lache. Junge, ey. Ausgerechnet die beiden. Du wieder um das Rennen kämpfen.
Das sind auch Gegner. Nein, du hast recht. Ich kann dich nicht aufhalten. Aber ich werde es trotzdem weiter versuchen. Und wir könnten das bis in alle Ewigkeit so treiben. Wenn das nötig ist, dich und deine Freunde von ihrer Schönheitsfleckenfreundschaft abzuhalten, spiele ich gern mit. Was du tust, geht über Schönheitsflecken hinaus. Alles, was jetzt hier geschieht, selbst die kleinste Änderung, kann eine Lawine an Problemen in der Zukunft auslösen. Oh, als nächstes erzählst du mir wohl, dass das Schicksal von Equestria auf dem Spiel steht. Das tut es! Spar mir dein übergroßes Ego. Keine guten Freunde, nicht mal Prinzessin Twilight ist so furchtbar wichtig. Ja. Keine Ahnung, wie wichtig die Freundschaft anderer Ponys für die Zukunft ist, aber ich kann dir eine Welt ohne meine Freunde zeigen. Oh. Jetzt wird's interessant. Wo sind wir? In der Zukunft. Besser gesagt, in der Gegenwart. Aber hier existiert nichts. Ich wünschte, ja, ich wäre nee. Auch so überrascht. Jede Welt, in die ich zurückkomme, ist schlimmer als die letzte. Ich weiß nicht, warum meine Freunde und ich so wichtig sind. Ja, eben die Flimflam wieder, ey. Ich kann nicht mehr. Ach, und das soll ich dir glauben? Komm schon, Starlight, sieh dich doch um! Wie ich es sagte, alles in der Vergangenheit beeinflusst die Zukunft. Selbst die kleinste Tat. Und das ist das Ergebnis deiner Taten. Ich weiß, ich kann dich nicht aufhalten, aber vielleicht kann dieser Anblick deine Meinung ändern. Was, meine Meinung ändern? Du kennst mich offenbar kein bisschen. Ich war so glücklich, bevor du und deine Freunde meine Welt ruiniert haben. Ich weiß nicht, warum du ein Dorf ohne Schönheitsflecken gegründet hast. Und es tut mir leid, dass wir es dir weggenommen haben, Starlight. Du willst wissen, was mir widerfahren ist? Ich zeig's ja. dir! Ja, zeig's! Gut, da bin ich jetzt sehr gespannt. Darauf freue ich mich. Das habe ich nicht eben sowas auch gesagt? Wo sind wir? Dein Plan ist mit jedem Teil von Equestria verbunden. Und dieser Teil ist meine Heimat. Sunburst und ich waren immer zusammen. Ich weiß nicht, ob Sunburst. Wir überhaupt hier getrennt waren. Bis zu diesem Tag. Haben wir den Namen Sunburst schon mal gehört? Ich bin mir da gerade nicht sicher. Ich will jetzt nicht nach dem Namen googeln. Ich will ihn aber zumindest eintragen hier auf dem PC, weil ich mir nicht sicher bin. Ja. Deswegen. Ja. Ah, und sie nicht. Und dann war mein Freund plötzlich fort. Seine Familie erkannte sein magisches Talent und schickte ihn nach Canterlot. Ich habe ihn nie wieder gesehen. Und warum nicht? Na, wegen seines Schönheitsflecks. Er bekam seinen und ich nicht. Er zog fort und ich bin geblieben. Hier saß ich und schloss nie wieder Freundschaften, weil ich Angst hatte, dass ein Schönheitsfleck mir wieder einen Freund wegnehmen könnte. Das ist doch lächerlich. Ein Schönheitsfleck nimmt dir keinen Freund weg. Nee, nimmt doch nicht. Alle Ponys bekommen ihre Schönheitsflecken gleichzeitig mit ihren Freunden. Du weißt nicht, wie es ist, einen Freund wegen eines Schönheitsflecks zu verlieren. Doch wenn ich den Rainbow stoppe, wirst du es wissen. Und wenn ich diese Schriftrolle zerstöre, wirst du auch nie wieder etwas daran ändern. Ja. Geil. Starlight, du hast recht. Und du hast sehr leiden müssen. Aber glaub mir, du darfst das nicht tun. Ich habe gesehen, wo das hinführt. Und du doch auch. Ich habe gesehen, was du mir gezeigt hast. Wer weiß, ob das passiert. Ich hab's ein Dutzendmal erfahren. Ohne meine Freunde hat Equestria keine Zukunft. Oh, was soll an deinen Freunden so besonders sein? Wie können ein paar Ponys, die so unterschiedlich sind, denn überhaupt so wichtig sein? Die Unterschiede zwischen meinen Freunden und mir stärken sogar unsere Freundschaft. Ich dachte, Sunburst und ich wären gleich. Aber wir waren sehr verschieden und das hat unsere Freundschaft zerstört.
Versuch es nochmal. Finde neue Freunde. Und wenn mal etwas passiert, das sich nicht ändern lässt, steht das zusammen durch. Dafür sind Freunde da. Es sind nicht nur meine Freundschaften wichtig für Equestria. Die aller Ponys sind es. Euer Freundschaftsende hat uns hergeführt. Aber viele andere Freundschaften warten da draußen, dass du ihnen eine Chance gibst. Und woher weiß ich, dass sie nicht alle genauso enden? Vielleicht kannst du dafür sorgen, dass es nicht geschieht. Als ob... Nee. Ich hab ja so eine... Okay, alles ist erstmal so wieder, wie es war. Der Freundschaft vorhanden. Was in Equestria war denn das? Geht es auch allen Ponys gut? Mach das nochmal! Alle unsere besten Freundinnen vorhanden. Ja, Spike, wir sind wieder zu Hause. Was macht sie zum Heuhaufen hier? Ehrlich gesagt, das ist eine sehr lange Geschichte. Klar, dass mein Ultraschall-Rainboom-Hammer ist, aber dass davon die Zukunft von Equestria abhängt. Oder von uns! Es ist wohl mehr als das. Freundschaften verbinden ganz Equestria und wichtige Freundschaften aufzulösen hat Equestrias Magie geschwächt. Ich kann nicht fassen, dass ihr einfach so durch die Zeit reisen konntet. Ja, doch, mehrmals. Die Starlight muss eine ganze Menge Magie besitzen. Sie besitzt mehr Talent für Zauberei als irgendein Pony, das ich sonst kenne. Ich konnte sie nicht mal aufhalten. Das stimmt. Ich musste sie überzeugen, von selbst aufzuhören. Und als ich das erkannt hatte, hat sich alles gelöst. Sie ist sogar stärker als Twilight ein bisschen. Wenn sie so große magische Kräfte hat, können wir sie doch nicht einfach wegschicken, oder Leute? Eigentlich habe ich da eine ganz andere Idee. Oh Gott. Was ich getan habe, ist nicht zu entschuldigen. Aber ihr sollt wissen, dass ich jede Strafe annehme, die ihr euch überlegt habt. Ich habe darüber nachgedacht, wie schlecht es Equestria ging, weil gewisse Freunde fehlten. Denn wird auch nur eine Freundschaft zerstört, können die Auswirkungen furchtbar sein. Oh, ich weiß aus erstem Huf, wie schlimm das sein kann. Und deshalb habe ich dich gebeten zu kommen. Wenn du dazu bereit bist, möchte ich dir beibringen, was... Ich möchte dir beibringen, wie Magie funktioniert. Die Folge fing ja damit an, nur deswegen habe ich eben so einen Gedanken gehabt, fing ja damit an, wie sie doch eine Rede hält für neue Schüler an dieser Magieschule, wo sie war und das ja mitbekommen hat, weswegen sie ja den Rainboom ja verhindert hat. Und jetzt in Twilight ihr, ja, Zaubern beibringen. Oder zumindest, um es besser zu beherrschen. Ob das so eine gute Idee ist, das wage ich zu bezweifeln. Das wage ich ja echt zu bezweifeln. Ich weiß, du hast die Macht, Equestria zu einem noch besseren Ort zu machen. Und wo fange ich an? Der Anfang ist ganz leicht. Du musst dazu nur eine Freundin finden. Und du hast jetzt schon 7 Freunde gefunden. Ich hab geglaubt, die Chance sei. Warum glaube ich dem Ganzen irgendwie nicht? Und alles wäre ohne Sinn. Obwohl ich euch verließ, seid ihr nun da und ermöglicht einen Neubeginn. Du darfst nicht glauben, dass es zu spät ist. Wenn du nie vergisst, dass wahre Freundschaft wichtig ist. In einer Freundschaft zählt das, was man bringt. Trau es dir zu und du siehst, wie es dir gelingt. Was Lüge war, ist offenbar. Nun ist. Jetzt haben wir keine Main Six, sondern die Main Seven oder wie? Oder die Main Six plus Starlight Glimmer. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, um ehrlich zu sein. Zusammenhalt ist das, was zählt. Ein wahrer Freund lässt dich nie allein.
Ah, hier das Dorf. Ich trau dem Ganzen irgendwie nicht. Oh, nee. Diese ganzen Augen, die mich gerade angucken. Schon irgendwie spooky. Lassen wir so. Für das Endbild. Dieses spookige Bild. Wie diese ganzen Augen mich gerade angucken. Also, ich sag euch so, wie es ist. Erstmal, schön, dass es positiv ausgegangen ist. Hätte man ja draus ausgehen können. Aber, und das meine ich wirklich ernst, wir erinnern uns an letzte Staffel zurück, das Ende. Und da muss man jetzt auch so ein bisschen was wäre wenn betrachten. Denn jetzt passt auf. Da war ja, ich suche mal eben draus, wie dieser Bruder heißt. Das war ja das ja. T-Rex. Da war T-Rex. Und T-Rex sorgte ja dafür, dass er ja, sag ich mal, ganz, hier, wie heißt, hier ja, ganz, mein Gott, warum komme ich jetzt gerade nicht auf irgendeinen Ort da? Ganz Equestria, genau. So, ganz Equestria ja angegriffen hat, die Magie geklaut hat und wurde ja größer und größer. Und hat ja Discord erpresst. Discord war ja dann wieder böse und nur durch Main Six hat er ja so ein bisschen wieder zur Vernunft gefunden. Und dadurch, hat er dann ja dieses eine Amulett ja Twilight gegeben, wodurch das ja der letzte Schlüssel war. So, und so wurde er dann ja direkt besiegt. Das bedeutet, Discord ist in alte Muster verfallen. Und wir sind uns ja auch einig, es gibt ja so diesen Spruch. Es gibt ja diesen Spruch, man kann sich zwar verändern, aber der Kern eines Charakters bleibt ja gleich. Und obwohl Discord freundlich ist, ist er immer so ein bisschen immer derjenige, und das haben wir auch in dieser Staffel gesehen, ja, in der Folge mit Fluttershy, und wie er ja die Freundschaft da ja mit dieser einen kaputt machen wollte, ist er immer dieser Manipulative, der immer so ein bisschen diese Stricken hält. Das haben wir auch vor ein paar Folgen wieder gesehen, wie er alle davon abgehalten hat, Twilight mit dazu zu holen, um diese 3 Tage zu verbringen. Ich habe ein ganz unwohles Gefühl mit Starlight Glimmer. Ich weiß nicht warum, aber es ist einfach so ein Gefühl irgendwie in mir, das sagt, das kann nicht gut ausgehen. Also das kann nicht gut ausgehen, sagt mir so ein Gefühl. Vielleicht werde ich eines Besseren belehrt. Ich bin gespannt. Zumindest sieht es jetzt ja danach aus, dass sie ja einen Hauptcharakter mit darstellt. Wir werden sehen. Das war auf jeden Fall aber Staffel 5. Ich denke, Staffel 6 wird dann ja genauso weitergehen. Boah, das wird auf jeden Fall interessant. Aber bevor wir Staffel 6 anschauen, kommt uns nächstes für euch. Mein Ranking. Und nach dem Ranking, meine Lieben, gucken wir den nächsten Equestria Girls Film. Von daher, schaltet da dann unbedingt ein. Und schreibt gerne jetzt hier in die Kommentare, wie euch dieses Video hier gefallen hat und die Folge. Lasst ihr gerne einen Daumen nach oben da, vergesst nicht zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Und bis dahin bleibt mir nur noch zu sagen, Anpfiff, Abpfiff, Tor. Ciao, liebe Top-Familie, bis zum nächsten Mal, haut rein und tschüss.